Caterina Valente spricht aufrichtig und tiefgründig darüber, warum sie nicht noch einmal heiraten möchte. Zwei gescheiterte Ehen hinterließen bei ihr Wunden, die schwer zu heilen waren. In turbulenten Jahren ist die Liebe nicht mehr so stabil und zuverlässig, wie viele Menschen denken. Sie lernte die wertvolle Lektion, dass es im Leben nicht nur um Liebe und Ehe geht, sondern auch um Selbstfürsorge und Selbstschutz. Der Zeitpunkt ihrer Scheidung von ihrem zweiten Ehemann fiel mit der Zeit zusammen, in der ihre Karriere ihren Höhepunkt erreichte. Dies war die Zeit, in der sie sich künstlerischem Druck und familiären Verpflichtungen stellen musste. Elternschaft erfordert ständige Konzentration und Anstrengung. Angesichts dieser Verantwortung hatte Caterina Valente das Gefühl, dass die Suche nach einer neuen Beziehung nicht ihre oberste Priorität sei. Für Caterina Valente ist ein gemütliches Leben mit ihren Kindern das Wichtigste geworden. Sie möchte ihre Zeit und Gedanken darauf verwenden, sich um ihre Lieben zu kümmern und starke Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Da sie nicht wieder heiratete, konnte sie sich auch mehr auf ihre Karriere und ihre persönlichen Interessen konzentrieren und Raum für die Freiheit und Unabhängigkeit schaffen, die sie sich wünscht. Caterina Valente hat ihren Weg gewählt, ein Leben, das nicht davon abhängt, ob sie heiratet oder nicht. Auf diese Weise schuf sie sich einen Raum der Freiheit und des Friedens, in dem sie jeden Moment genießen und das Leben so erleben konnte, wie sie es wollte, ohne an traditionelle Vorstellungen vom Glück gebunden zu sein. Caterina Valente hat in ihrem Leben viele Nöte und Höhen und Tiefen erlebt, von ihren ersten Tagen auf der Bühne bis hin zu großen Erfolgen in ihrer Karriere als Unterhaltungskünstlerin. Diese Erfahrungen halfen ihr, sich selbst und den Wert der persönlichen Freiheit besser zu verstehen. Mit einer starken und entschlossenen Seele lässt Caterina Valente nicht zu, dass Misserfolge in der Liebe ihren Glauben an das Leben verlieren. Stattdessen sieht sie jede Herausforderung als Chance, zu wachsen und zu lernen. Caterina Valentes Entscheidung, wieder ein unverheiratetes Leben zu führen, war eine Entscheidung der Freiheit und Entschlossenheit. Sie ließ sich nicht von gesellschaftlichen Normen oder den Zumutungen anderer Menschen beeinflussen, sondern wählte stattdessen ihren eigenen Weg, um das Leben optimal zu genießen. Das Leben von Caterina Valente ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie persönliche Werte und Glück an erster Stelle stehen. Indem sie sich selbst respektierte und für sich selbst sorgte, schuf sie ein friedliches und sinnvolles Leben, indem sie und ihre Lieben jeden Moment gemeinsam genießen konnten. Nach Erfolgen und Misserfolgen in der Liebe hat Caterina Valente gelernt, dass Glück nicht unbedingt dadurch entsteht, dass man verheiratet ist oder mit der anderen Person zusammenlebt. Sie versteht, dass Unabhängigkeit und Autonomie im Leben der Schlüssel zur Zufriedenheit und Frieden sind. Indem Caterina Valente weder Vorbildern noch gesellschaftlichen Zwängen folgt, hat sie die Freiheit gefunden, Dinge zu tun, die ihr wirklich am Herzen liegen und die sie liebt. Sie hatte nicht das Bedürfnis, den Standards anderer Menschen gerecht zu werden oder die Erwartungen der Gesellschaft an Heirat und Kinder zu erfüllen. Stattdessen hat sich Caterina Valente durch die Konzentration auf ihre Karriere und die Erziehung ihrer Familie ein schönes Leben aufgebaut, in dem sie sich zufrieden und frei fühlt. Auf diese Weise schuf sie eine warme und friedliche Umgebung für sich und ihre Lieben, in der Glück nicht davon abhängt, ob man verheiratet ist oder nicht, sondern von Autonomie und Wertschätzung im Alltag. Caterina Valentes Leben ist eine bunte und abwechslungsreiche Reise, geprägt von großen Erfolgen in ihrer Unterhaltungskarriere sowie Herausforderungen und Schwierigkeiten im Liebes- und Privatleben. Caterina Valente wurde am 14. Januar 1931 in Paris geboren und wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Schon in jungen Jahren begann sie, in die Welt der Unterhaltung einzusteigen und stand im Alter von 5 Jahren auf der Bühne.
Nach turbulenten Kriegs- und Emigrationsjahren begann Valente seine musikalische Karriere in Frankreich, bevor er nach Deutschland und dann in die Schweiz zog. Mit ihrer wunderschönen Stimme und ihrem herausragenden schauspielerischen Können wurde Caterina Valente schnell zum internationalen Star. Ihre Karriere beschränkt sich nicht nur auf die Musik, sondern umfasst auch Tanz und Schauspiel. Durch die Kombination verschiedener Musikstile wie Jazz, Pop, Chanson und Bossa Nova eroberte sie die Herzen von Millionen Fans weltweit. Doch neben ihren glänzenden Erfolgen auf der Bühne ist auch das Privatleben von Caterina Valente voller Schwierigkeiten und Herausforderungen. Zwei Ehen und Scheidungen hinterließen bei ihr Wunden, die schwer zu heilen waren, und ließen sie hinsichtlich der Liebe pessimistisch werden. Doch mit Kraft und Entschlossenheit fand sie Glück und Frieden in ihrem unabhängigen und freien Leben, indem sie sich auf ihre Karriere konzentrierte und sich um ihre Familie kümmerte. Caterina Valentes Leben ist eine Geschichte von Entschlossenheit, Anstrengung und Selbstbeherrschung. Indem sie jeden Moment genoss und sich jeder Herausforderung mit Kraft stellte, wurde sie zu einer Ikone der Unterhaltungsindustrie und zu einer Inspiration für Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Sowohl die Familie als auch das Eheleben von Caterina Valente sind ein untrennbarer Teil ihres Lebens und ihrer Karriere. Caterina Valente hatte in ihrem Leben zwei Ehen. Ihre erste Ehe mit dem Jongleur Eric van Aro dauerte von 1952 bis 1971. Diese Zeit markierte eine erfolgreiche Zeit in ihrer Karriere, da sie schnell zu einem internationalen Star wurde. Nach 19 Jahren trennten sie sich jedoch und gingen getrennte Wege. Dann, im Jahr 1972, heiratete Caterina Valente den Komponisten Roy Budd. Diese Ehe hielt jedoch nicht lange und sie ließen sich 1979 scheiden. Der Schmerz und die Misserfolge im Eheleben hinterließen Wunden in ihrem Herzen, aber auch wertvolle Lektionen über Stärke und Standhaftigkeit. Die Familie spielte im Leben von Caterina Valente schon immer eine wichtige Rolle. Indem sie sich auf die Betreuung und Förderung ihrer Kinder konzentrierte, schuf sie eine warme und schützende Umgebung für ihre Familie. Auch wenn das Eheleben nicht immer reibungslos verläuft, sind die Liebe und Wärme ihrer Familie immer eine große Quelle der Ermutigung und Kraft in ihrem Leben. Rückblickend waren Caterina Valentes Familien- und Eheleben ein wesentlicher Bestandteil ihrer farbenfrohen und vielfältigen Reise in der internationalen Unterhaltungsindustrie. Mit Kraft und Geduld hat Caterina Valente ein Familienhaus voller Liebe und Fürsorge aufgebaut. Trotz aller Prüfungen und Nöte stellte sie ihre Familie immer an die erste Stelle und tat alles, was sie konnte, um sie zu beschützen und für sie zu sorgen. Familie ist für Caterina Valente nicht nur ein Ort des Friedens, sondern auch eine Quelle der Ermutigung und Kraft in allen Lebensbereichen. Mit Liebe und Verständnis schuf sie eine warme und friedliche Umgebung für ihre Kinder, in der sie wachsen und reifen konnten. Obwohl ihr Eheleben vielleicht nicht reibungslos verlief, überwand sie mit Kraft und Entschlossenheit alle Schwierigkeiten und lernte viele wertvolle Lektionen über Liebe und Geduld. Durch den Respekt und die Fürsorge füreinander wurde Caterina Valentes Familie zu einem starken Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben, der ihr wahre Freude und Bedeutung brachte. Pin. Dadurch wird der Metallring in den Umschlag mit eingearbeitet. Wenn du alle Schlaufen aus der ersten Wickelrunde auf die Pins gehoben hast und den Metallring somit in den Umschlag eingefasst hast, sieht das Ganze so aus. Auf deinen Pins liegen jetzt zwei Schlaufen. Hebe bei jedem der Pins die untere Schlaufe einmal drüber. Nun geht es weiter mit dem Netz. Das Netz besteht aus insgesamt vier Runden. Die erste Runde
arbeitest du im U-Wrap. Dafür legst du den Arbeitsfaden von vorne einmal halb um den Pin herum in U-Form und strickst ihn ab, indem du die untere Schlaufe drüber hebst. Das machst du bei allen Pins.